Kern dreht es sich immer um die Frage nach Verbindung oder Verbindungslosigkeit, also nach Trennung oder Verschmelzung. Also diese Pole spielen eine Essenzrolle und die verschiedenen Serien, die ich dann aufbaue, haben unterschiedliche Blickwinkel auf diese Essenzfrage. Ich finde den Begriff atemporal sehr passend. Ich mag sehr gerne mich intuitiv durch alles zu bewegen, was mich umgibt und daraus zu nehmen, was mit mir in Resonanz tritt. Es geht aber da auch um Grenzen, also um die Frage danach, wo fängt ein Körper an, wo hört ein anderer Körper auf oder überhaupt, was bedeutet es, ein Körper zu sein und wo hat ein Körper eine Grenze. Also wir wissen ja auch, wenn wir uns auf etwas zubewegen, fühlen wir manchmal das Objekt früher, als das tatsächlich da steht. Also dann dehnt sich sozusagen die Körpergrenze aus und das ist was ich in meiner Malerei untersuche. Habe eigentlich einen Schwerpunkt auf figurative zeitgenössischer Malerei seit vielen, vielen Jahren. Was mich bei ihr interessiert hat, das ist einerseits eben diese ja doch sehr auffällige visuelle Sprache, das ist eben diese Ruhe, die diese Malerei hat und gleichzeitig auch das Thema, also vor allen Dingen das, was wir hier in der Langmatt gezeigt haben, eben dieser Rückbezug auf Antike, auf Klassizismus, aber eben halt mit der Fähigkeit, dieser Rückbesinnung etwas ganz Eigenes noch mitzugeben. Das fand ich eigentlich besonders toll. Dann ist natürlich auch die Frage der Relevanz. Also das ist eine zentrale Frage. Also interessant wird es ja dann, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt eine Haltung, eine künstlerische Haltung, die mit unserer Zeit direkt was zu tun hat. Und das ist bei ihr, bei der Vivian, natürlich ganz klar der Fall, wenn man sich die Bilder anguckt, jetzt eben diese Beziehungsthematik, das ist so wie so ein roter Faden durch ihre Arbeit und das finde ich deswegen sehr interessant, weil da lässt sich sehr viel über unsere Zeit ablesen oder man ist da auf der einen Seite, haben wir ein sehr starkes Bedürfnis nach Nähe, nach Austausch, nach Geborgenheit, nach auch natürlich einer träumerischen, vielleicht auch romantischen Vorstellung von Beziehung. Und auf der anderen Seite leben wir ja in einer Gesellschaft, die ungemein komplex ist und wo man unglaublich hohe Ansprüche auch entwickelt jetzt an sein Gegenüber. Das bringt Vivian auf den Punkt, also eben das Bedürfnis nach dieser großen Nähe, nach dieser großen Gefühlslage und gleichzeitig eben ja, die Probleme, die Unfähigkeit, dass auch diesen Anspruch letzten Endes nicht oder nur selten einlösen zu können. Das Spannende an Vivian ist, dass sie keine Angst hat vor Kunstgeschichte und dass sie so ganz klar mit Motiven arbeitet. Interessant, weil sie natürlich auch so stark körperbezogen arbeitet und in einer ganz besonderen Form körperbezogen arbeitet. Es ist ja nicht so einfach, dass sie ein Motiv aufgreift und das einfach weiterführt, sondern hat dabei eine ganz eigene Bildsprache und Ästhetik halt, die wiederum sehr, sehr zeitgenössisch ist, auch was so die Farbigkeit angeht. Man könnte auch fast denken, sag ich mal, aus der Generation Instagram, dass irgendwie ein Filter drüber legt bei einigen Bildern halt, der das Ganze changieren lässt oder in einen bestimmten Farbwert eintaucht. Ich finde es eigentlich viel spannender, wenn man sich überlegt, wenn sie sich in manchen Bildserien dann zum Beispiel auf Canova bezieht, einen Bildhauer, der ganz viel im weißen Marmor gearbeitet hat, dann finde ich das eigentlich fast noch spannender zu sehen, als das Ganze eben so digital zu beleuchten, sage ich mal, wie sie praktisch diese Marmorästhetik in eine zeitgenössische malerische Form verwandelt halt, die eine ähnliche Kühle hat. Da findet fast so ein Transformationsprozess von der Bildhauerei in die Malerei statt. Und das finde ich fast noch interessanter, als immer diesen digitalen Abgleich zu machen.
deswegen gibt es eine klassizistische Skulptur als Ausgangspunkt. Ich diese häufig gar nicht original gesehen habe, sondern als Referenz im Internet. Und damit ja im Prinzip schon eine völlige Abstraktion passiert. Ich glaube, dass dieser Transfer in der Malerei dann zu sehen ist, sodass dass es möglich ist, dass etwas, was eigentlich manifest ist, plötzlich feinstofflich sich anfühlt. Wird dann sozusagen eine Leinwand zunächst als Relief betrachtet und geschichtet, also Farbschichten angelegt oder eben Acrylschichten angelegt, zugeschliffen in Form. Und erst dann kommt eigentlich die Ölmalerei, also die Feinmalerei sozusagen. Und ich arbeite fragmentarisch, das heißt Stück für Stück, und näher mich sozusagen dem gewebten Bild. Ja, weil es auch etwas braucht, es braucht immer ein bisschen Zeit und ein bisschen Gespür. Also ich reagiere sozusagen immer wieder neu auf das, was dann zu sehen ist auf der Leinwand. Ja. Und erforsche da an der Stelle auch die Zustände sozusagen der Protagonisten auf dem Bild. Also das ist etwas, was ich sozusagen immer neu erspüre und was über die Farbigkeit insbesondere dann übersetzt wird. Also das heißt Kälte, Temperatur, Wärme, Härte oder Weichheit, all diese Dinge erfahre ich eigentlich erst, indem ich das tue. Ich meine, der Kuss hat eben eine wahnsinnig lange Menschheitsgeschichte. Das kommt ja, die Urform des Kusses kommt ja vom Weitergeben der Mutter, der Nahrung an das Kind im Grunde. Dann zieht sich diese ganz lange Kultur- und Motivgeschichte auf den Wänden von Pompeji, kannst du den Kuss schon angucken im Grunde, zieht sich ja auch wieder bis in die Gegenwart fort. Gleichzeitig, und das finde ich eigentlich bei diesen Kussbildern besonders stark, arbeitet sie ja auch mit Leerstellen. Diese Leerstelle zwischen dem Lippen, man konnte schon fast denken, das ist eine Art Landschaftsmotiv. Das ist, man musste schon zweimal hingucken, um genau zu verstehen, dass es dieses Annähern der Lippen ist. Und ich glaube, diese Auflösungsmoment oder dieser Kippmoment zwischen Landschaft und Lippen und Annäherung und Distanz, der ist einfach so spannend. Und die Gesichter sind eigentlich nur noch zwei Bildhälften. Du hast also wirklich fast schon so eine Art, wie so eine Farbfeldmalerei. Wir haben ja hier in diesen Räumen auch 2019 die Ausstellung 0V gemacht. Der Titel verwies ja damals bereits auf 0 Venus. Null war, weil ich das sehr interessant fand, damals also schockierend interessant, zu erkennen, dass die Venusfigur in der Regel ohne eine Vulva dargestellt wird. Und die Göttin der Fruchtbarkeit, der Sinnlichkeit, die wir eben mit Erotik und Liebe assoziieren, hat also ein Geschlecht. Das ist schon phänomenal. Was bedeutet das für mich als Frau, wenn sozusagen eine sinnbildliche Frau kein Geschlecht haben darf? Jetzt, zwei Jahre später, entstand das erste Mal ein Bild, in dem es eine äußere Annäherung an eine weibliche Form gab. Man nennt das Camel Toe, das habe ich als Begriff gar nicht so verortet. Für mich hatte rein das visuelle Phänomen eine Bedeutung, was ich über die Malerei abtasten kann. Jetzt kommt der Körper zurück. In mir scheinbar. Das ist ja meine innere Welt, die ich dann nach außen bringe, und scheinbar musste ich diese Lösung für diese Skulptur in mir selbst hervorbringen. Und das erklärt die technische Differenz zu den anderen Arbeiten. Also, denn es ging darum, völlig mich darauf zu konzentrieren, was passiert mit dieser hermetischen Oberfläche. Also wie fühlt sich diese Oberfläche an, die sich plötzlich zu einer Vulva formt. Und ja, es war für mich ein sehr, sehr schöner Zugang, über Stofflichkeit zu gehen. Also ich fand das auch sehr würdevoll und diskret, diese Skulptur, die Stellvertreterin für die Frauen, für die Körper der Frauen für mich darstellte. Das heißt, diese Haut ist zunächst eher stofflich und wird immer mehr tatsächlich eine Art transzendente Haut, die auch einen Eintritt ermöglicht dann in ein inneres Körpergefühl. Integration ist vielleicht ein schönes Wort. Also das heißt,
ich möchte nicht polemisch jetzt auf etwas hinweisen, also, sondern es ist eher eine Integration, die in mir stattgefunden hat. Für mich strahlen diese Arbeiten eine große friedvolle Ruhe aus. Es sind keine aggressiven Körper. Dass es möglich ist, nicht wütend zu sein, sondern liebevoll mit sich und aber auch mit dem, wie das in der Welt ist. Also, und da glaube ich auch an der Stelle, dass das mein Beitrag ist. Also wenn ich wieder sozusagen in der Dienstleistung, dass ich einfach sehe, ach, da öffnet sich ja was für mich. Da kann ich sozusagen meinen Beitrag bringen in mir selber, aber auch in meiner Gesellschaft. Und da justiere ich mich jeden Tag neu im Atelier und arbeite mich dann Stück für Stück voran und nutze mich selber sozusagen als ein Beispiel, also als einen Körper, der Erfahrungen in diesem Leben sammeln darf und wieder rausgeben darf. Ich glaube, es lohnt, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und einen zweiten, dritten vertiefenden Blick zu riskieren und ein bisschen Ruhe und Zeit sich mitzunehmen, auch vor den Arbeiten einzutauchen und dem genau nachzugehen. Also, und dann wird man sehen, das sind wie so zwei Elemente. Ja? Es ist so diese Sehnsucht nach dem Schönen und es ist gleichzeitig auch die Störung, die Irritation.